Was ist mit Ludwigs Privatsphäre? Sie werden zwei Meinungen über Ludwig finden. Den Eindruck der Touristen, das romantische Klischee, Ludwig der gequälte Einzelgänger. Und dann natürlich die Meinung der Historiker. Ludwig wurde wegen seiner sexuellen Neigungen von Schuld geplagt und ist vor Selbstverachtung wahnsinnig geworden. Ich glaube, dass Sie weder die eine noch die andere Sicht teilen. Nun, alles etwas simpel, nicht? Es steht außer Frage, dass er ein gläubiger Katholik war. Und ich bin sicher, dass er enormem Druck ausgesetzt war, normal zu sein. Aber er war nicht prüde. Er liebte Byron. Ja, Philosophie, den französischen Hof. Er war einfach nur zu egoman. Es war ihm völlig egal, was die anderen dachten. Und außerdem versuchte er gar nicht, seine Beziehungen zu verheimlichen. Sollte er unter etwas in seinem romantischen Leben gelitten haben, dann unter Enttäuschung. Niemand erwiderte seine reine Liebe. Wenn ihn jedoch keine sexuellen Schuldgefühle plagten, was war es dann? Weiß nicht. Seine Tagebücher sind voll von Schuldgefühlen, aber sicher nicht deswegen. Wenn ich die Antwort wüsste, würde ich mein eigenes Buch schreiben, die Sache klarstellen, sozusagen. Tja, wenn du es denn wüsstest. Haben Sie etwas über Ludwigs mitternächtliche Schlittenfahrten gelesen? Ah, wäre das nicht schön gewesen, draußen in der Nacht und ihn plötzlich mit seiner Gefolgschaft vorbeirauschen zu sehen? Es heißt, die Nacht hätte Ludwig angeregt, inspiriert und es hätte ihn beruhigt, draußen zu sein und das Rauschen des Schlittens zu spüren. Manchmal reichte selbst der Schlitten nicht aus. Er ließ in entlegenen Wäldern halten und wies die Diener an, sich nicht vom Fleck zu rühren und wanderte stundenlang alleine. Er machte seine Diener wahnsinnig. Na sowas. Erzählen Sie mir von Bismarck. Bismarck. Er war der Kanzler des preußischen Kaisers. Kein sympathischer Mensch. Bismarck stand im Ruf, die Schwächen anderer Leute zu finden und sie zu manipulieren. Es ist erwiesen, dass er Spione unter Ludwigs Untergebenen hatte. Vielleicht sogar unter den Gefolgsleuten Ludwigs des Zweiten. Und er war an der Verschwörung beteiligt, den König für verrückt erklären zu lassen. Und er hat das Sozialsystem in Deutschland eingeführt und noch so diverse andere Dinge. Bismarck ist auch nur ein schlimmer, schlechter Mensch südlich der Elbe. Gott sei Dank wohne ich nördlich der Elbe. So, hat schon mal was von dem Schwarzen Wolf gehört. Haben Sie was über den Schwarzen Wolf herausgefunden? Ja, habe ich. Ich habe schon früher davon gelesen, aber es war mir nicht bewusst, dass er es war. Sein Name war Paul Godin. Ich fand eine Anmerkung, dass er der Schwarze Wolf genannt wurde. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer war er? Godin lebte am Rande des preußischen Hofes. Er war gut aussehend, charmant, gefährlich, so heißt es. Es gab Gerüchte, er sei ein ausländischer Prinz, ein preußischer Spion oder sogar ein Attentäter. Ich habe einige Dinge herausgefunden. Es heißt, er sei Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Ausland gekommen, behauptete aber von deutschem Adel zu sein. Und wissen Sie, wo er herkam? Nein. Und er war rücksichtslos ehrgeizig. Wahrscheinlich fand er heraus, wer die Macht in Händen hielt, Bismarck, und bot seine Dienste an. Bismarck wusste Talent zu erkennen, jedenfalls von dieser Sorte. Ja, dann haben wir jetzt schon zwei schwarze Wölfe. Was wissen Sie noch über Godin? Er muss was Besonderes vollbracht haben. Bismarck war kein großzügiger Mensch. Er köderte Leute mit Versprechungen, die er nur selten einlöste. Anders war es bei Godin. Er gab ihm 1870 einen Titel und Ländereien. Und das war die letzte Notiz, die ich gefunden habe. Aber wie konnte er einfach verschwinden? Das ist nicht so ungewöhnlich. Wenn man damals einen Titel erhielt, pflegte man den Namen zu ändern und an einen Ort zu ziehen, wo niemand einen kannte. Man konnte straffrei handeln oder ein großer Schuft sein und trotzdem damit durchkommen. Tja, vielleicht wurde er ein Von und ist nach Bayern gezogen. Der Schwarze Wolf. Weiß man vielleicht, wie Godin hieß, nachdem er seinen Titel erhielt? Ist das so wichtig? Könnte sein. Nun, man könnte sich eine Kopie der Ernennungsurkunde besorgen. Vorausgesetzt, sie ging nicht verloren oder wurde in einem der Kriege zerstört. Godins neuer Name würde draufstehen. Allerdings bräuchte man eine Erlaubnis der Regierung, um Zugang zu bekommen. Und das könnte sehr schwierig werden. Eine Menge Bürokratie. Ach, toll.
Unser deutscher Bürokratiestaat. So, erzählen wir mal was von dem Jagdunfall, den Ludwig hatte. Was wissen Sie von Ludwigs Jagdunfall? Vor einigen Jahren begegnete ich einem großartigen alten Mann, ein richtiger Hinterwäldler. Und sein Großvater war Richard Horning, Ludwigs eigener Reitbursche. Oh, er erzählte ein paar Geschichten über Ludwig. Manchmal habe ich Glück. Er erzählte, dass Ludwig nach dem Unfall schwer erkrankte. Er hatte Fieber und benahm sich verrückt. Sie fürchteten, der Wolf hätte eine Seuche gehabt oder der Biss hätte eine Blutvergiftung hervorgerufen. Ein Wolf hat ihn gebissen? Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Es gab damals viele Wölfe in den Alpen. Die Diener waren ernstlich in Sorge, aber Ludwig erholte sich. Zumindest physisch. Hornings Großvater meinte, das Fieber hätte Ludwigs Geist gebrochen und er wäre danach schlimmer als je zuvor gewesen. Tja, vielleicht hat ihn ja auch ein schwarzer Wolf gebissen. Was meinen Sie damit, Ludwig sei nach dem Unfall schlimmer gewesen? Ludwig war immer ein verschlossener Mensch gewesen. Doch nach dem Unfall wurde er düsterer, verrückter. Zum Schluss zwang er seine Diener, das Zimmer nur in gebückter Haltung zu betreten, damit sie sein Gesicht nicht sehen. Hornings Großvater erzählte, sein Jähzorn sei schlimm gewesen. Beim geringsten Versehen brauste er auf. Sie müssen ihn gefürchtet haben. Ja, in der Tat. Hornings Großvater hatte Mitleid mit Ludwig. Und Ludwig hasste seine eigene Gewalttätigkeit. Er gab den Dienern stets Geschenke als Entschuldigung. Nun, das ist im Augenblick alles. Danke für Ihre Hilfe. Es war ein Vergnügen. Rufen Sie mich an, wenn Sie Lust auf ein Gespräch haben. Ich treffe Sie dann hier. Mach ich, danke. Servus. Tschüss. Tschüss. Ja, Mensch, Jähzorn, gebissen von einem Wolf, von Zellen, alles irgendwie komisch. Dort drüben fanden sie Ludwigs Leiche. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ich frage mich, was es wohl für ein Gefühl ist dort unten. Dort unten? Aha. So, wir hauen ab und wir fahren wohin? Ich würde sagen nach Rittersberg, wa? Weil was anderes haben wir ja eigentlich jetzt erstmal nicht. Ja, würde ich sagen ab nach Rittersberg, wa? Und dann gehen wir hier mal rein. Hallo Gerde, bin wieder da. Gut. Wie ich sehe, du warst immer noch nicht beim Friseur und hast immer noch deine verkackte 80er Jahre Dauerwelle. So, das Buch haben wir sogar. Wir gucken da mal kurz rein. Sir Richmond Chapel. Halt, was war da? Hat sie jetzt die... Da war doch... Hä? Da war doch eben gerade hier unten... Nicht. Oder sollte das... Gabriel Rittersberg... Wolf Ludwig... Mrs. Smith glaubt, dass Christian Ritters Brief an König Ludwig über den schwarzen Wolf... Nee, das brauchen wir gar nicht lesen. Was ist das hier? Miss Wolf? Wagner. Okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Und dann, ich weiß nicht genau, ob wir jetzt das Buch auf die, auf das Telefon mal einfach drücken. Weil das Buch, das müsste ja... Ich bin mir nicht sicher. Ruhe. Das Buch ist ja von Sir Richmond Chapel geschrieben. Buch. Telefon. Ha! Funktioniert. Sauber. Hallo, Bertel München? Hallo, ich habe hier ein Buch von Ihnen über Ludwig II. Der Name des Autors ist Sir Richmond Chapel. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Nun, ich mache einige Recherchen über Ludwig und ich hoffe, Sie können mich mit dem Autor in Kontakt bringen. Tut mir leid, Sir Richmond Chapel ist verstorben. Oh. Er hat jedoch einen Sohn. Oh, würden Sie mir sagen, wie ich ihn erreichen könnte? Für wen machen Sie diese Recherchen? Nun, ich arbeite für Professor Barclay von der Yale-Universität. Aha. Na also gut denn. Thomas Chappells Nummer in England ist 41205557711. Herzlichen Dank. Sehr nett von Ihnen. Keine Ursache. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ob das immer so einfach funktioniert? Ich möchte ja am liebsten mal was ausprobieren. Aber naja, das behalte ich mal für mich. So,
Ja, Thomas Chappell. Dann in England. Der spricht wenigstens Englisch. Lose geht's. Oh, 10 Zettel weggesteckt. Chappell, Sie wünschen? Hallo, mein Name ist Grace Nakimura. Ich rufe aus Rittersberg in Deutschland an. Ist Thomas Chappell zu Hause? Am Apparat? Was kann ich für Sie tun, Miss Nakimura? Es mag verrückt klingen, aber ich habe eine Ausgabe der Ludwig-Biografie Ihres Vaters. Ihr Vater hatte wohl Zugang zu Ludwigs Tagebuch. Ja? Nun, ich bin mir selbst nicht sicher. Hat er eine Kopie davon angefertigt? Oder hatte er Notizen gemacht? Er hat das Werk ins Englische übersetzt. Er sagte, er könnte auf Deutsch nicht schnell genug arbeiten. Ludwigs Handschrift war sehr fahrig, wissen Sie? Er hat eine englische Übersetzung geschrieben? Haben Sie die noch? Nun, meinem Vater wurde Einblick in das Tagebuch nur gestattet unter der Bedingung, dass er das ganze Werk nie veröffentlichen würde. Ich kann Sie es nicht einsehen lassen. Haben Sie es schon im Staatsarchiv versucht? Nein, ich habe nicht die Verbindungen, die Ihr Vater hatte, auch nicht die Zeit. Das tut mir leid, aber ich kann es leider nicht aus der Hand geben. Ich verstehe. Es war ja nur ein Versuch. Also gut. Viel Glück noch. Danke, Mr. Chappell. Tja, da würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich so schwer ist, an das Buch ranzukommen, an das Tagebuch. So, wollen wir mal gucken, ob wir Gabriel was schreiben können? Ich werde Gabriel schreiben, sobald ich genügend Fakten habe, um seine kleinen Tja... Wollen wir bei Dallmayr nochmal anrufen? Im Augenblick habe ich nichts, worüber ich mit Herrn Dallmayr sprechen könnte. Dann vielleicht nochmal in Amerika anrufen. Nee, das war der Brief. Ich möchte Professor Barclay nicht schon wieder stören. Okay. Ja, was haben wir denn sonst noch? Was können wir denn noch machen? Jetzt fehlt wieder so dieser berühmte Hinweis in dem Spiel, was ich ja immer wieder auch angemahnt habe. Es gibt sonst nichts Interessantes bei den Biografien. Okay. Bei den Büchern über das Okkulte steht so... Gut. Ich bin mir nicht sicher, welche... Alles klar, dann hauen wir hier mal wieder ab. Also Gabriel will, also sie will Gabriel noch keinen Brief schreiben. Also muss noch irgendwas passieren. Gerde vielleicht? Gerde? Ja? Ja? Sondererlaubnis. Gerde, haben Sie eine Ahnung, wo ich eine Forschungserlaubnis herbekommen kann? Ich habe keine Zeit für Bürokratie. Fragen Sie doch Herrn Übergrau. Er könnte sowas recht schnell organisieren. Meinen Sie? Ich wollte Gabriel heute sowieso schreiben. Genau. Und das gucken wir, da gucken wir doch mal, ob wir Gabriel jetzt nicht schreiben können. Weil jetzt weiß sie, dass sie eine Sondererlaubnis noch für Herrn Übergrau mit in Auftrag geben soll. Ich sollte Gabriel einen Brief schreiben und eine Notiz für Übergrau wegen der Forschungserlaubnis beilegen. Ja, bitte. Oh, ich hasse dieses Getacker von Schreibmaschinen. So, schöner Text, schöner Text. Den werden wir uns natürlich gleich auch nochmal reinpfeifen, wenn wir wieder mit Gabriel am Stissel sind. Oh, schön noch die Adresse rauf, kriechseln. So, und dann würde ich sagen, gehen wir ab nach Rittersberg. Also into the city, into the big town. Big town ist geil. Gut, Gerda hat uns nichts zu vertöllen. Ja, dann würde ich sagen, ab nach Rittersberg, Brief abgeben. Flop. Hier mal lang. Kann man nicht. Nee, kann man nicht. Und dann hier mal rein. Und dann hier mal hin. Und da mal klingeln. Grüß Gott, Frau Nakimura. Grüß Gott. Haben Sie etwas für mich? Nein, leider nicht. Brauchen Sie sonst noch was? Ja. Und zwar möchte ich diesen Brief abschicken. Kann ich diesen Brief abschicken? Ja, 3 Mark bitte. 3 Mark. Für eine lausige Briefmarke. Vereiern?
Dankeschön. Bitteschön. Brauchen Sie sonst noch was? Na. Na, heute nicht. Danke. Bitte. Vielen Dankeschön. So, und jetzt?